So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ich habe ja vor einiger Zeit mal die Helden vorgestellt, mit den HTMLs und das möchte ich jetzt wiederholen, weil euch das wohl so sehr gut gefallen hat. Ja, der Wunsch sei euch erfüllt. Ich habe mal ein paar alte, ich habe auch mal ein paar neue Charaktere herausgekramt. Kasim ibn Alam, wer den noch kennt, ein Eiselementarist, der sich beim Alchemisten den Helden angeschlossen hat. Und dann bis Maraskan dort blieb. Kasim, den kennt ihr vielleicht auch von dem einen oder anderen Livestream, zumindest den Spieler. Der begleitet uns auch noch weiter, zumindest im Forum, hat er einfach nur keine Zeit. Und ja, was kann man jetzt hier sehen? Er ist Konzils Eiselementarist, das sollte hier klar sein. Und dadurch, dass er in Maraskan schon ausgestiegen ist, hat er zu diesem Zeitpunkt 4000 Abenteuerpunkte gehabt. Ja, werft auch einen Blick dann auf die Attribute. Das ist schon ganz nett konzipiert, auch Konstitution mal gesteigert, ein bisschen Gewandtheit. Seine Klugheit, Intuition, Charisma, was man für einen Magier eigentlich erwartet, gar nicht so sehr gesteigert. Also da hat er dann wirklich auch so in meinen Augen gut, die Abenteuerpunkte weggesteigert. Und dann nicht dann eben auf das Optimieren gedacht. So, Vorteile, Nachteile, das ist glaube ich noch mit das Interessanteste, wenn es um einen Eismagier geht. Ja, Gefühlskälte, so ein Eiselementarist ist natürlich immer ein bisschen schwerer zu spielen. Da muss man eben überlegen, wie man sowas wie Gefühlskälte ausspielt. Am besten ist es natürlich, wenn man rein mathematisch an eine Sache rangeht. Das sind dann die Leute, die berechnen Dinge im Vorfeld und ohne irgendwelche Emotionen planen sie dann. Das heißt, wenn ich sag jetzt einfach mal, wenn ein Schiff auf einen Hafen zufährt mit explosivem Sprengstoff und das hat Geiseln an Bord, dann sind die 10 Geiseln sind nicht so viel wert wie die 100 Hafengardisten. Und dann jagt man das Schiff einfach in die Luft. So, jetzt einfach mal als moralisches Beispiel. Er macht eine kurze mathematische Rechnung auf. 10 Geiseln gegen 100 Gardisten. Und dann wird das Leben dieser 10 Geiseln wird dann eben einfach gegen die 100 Gardisten abgeschätzt. Stigma 2, was hatte er da denn? Ich glaube, seine Haut war eiskalt. Das hatte er sich so ein bisschen ausgesucht, hat er gefragt, was er da für ein Stigma für kriegt. Ich habe gesagt, ja, hier komm, nimm deine 2 GP. Wenn du dann irgendwann mal mit Menschen so in Kontakt kommst, dass das relevant wird, dann triggert das halt, aber hier, nimm halt. Ja, weltfremd hat er ganz gut ausgespielt, finde ich. Das sollte man dann auch irgendwann abbauen, so weltfremd. Da muss man dann irgendwann AP rein investieren. Da sind dann Punkte, da verlange ich, dass die weggekauft werden. Ich habe ja immer diese Rechnung 1 zu 50, also 1 GP sind 50 Abenteuerpunkte. Und dann kann man sich das eben wegkaufen. Und irgendwann hat man sich eben auch an dieses städtische Leben gewöhnt, wenn man als Held dann umherreist. Mit den 4000 AP mag das noch in Ordnung sein, aber naja, wenn man dann eben mehr und mehr AP bekommt, dann sollte man vielleicht mit 10.000 AP überlegt haben, okay, ich bin jetzt so und so lange in der Stadt schon gewesen. Gerade dann auch, wenn man Zeitsprünge oder sowas hat, dann sollte das so langsam mal wegkommen. Ja, Sonderfertigkeiten hättet ihr euch eben auch noch angucken können. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Die Talente hat Stäber auf 8. Körperliche Talente, da kann man dann sich die Selbstbeherrschung noch angucken. Magiekunde auf der rechten Seite ist bei 11. Das ist schon relativ gut. Das ist also ein Theoretiker. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir reden jetzt immer noch von 4000 AP und ich glaube, da sind dann eher noch die Zauber von Relevanz. Gerade bei einem Magier, der hat da keine besonderen Talente, die dann irgendwie noch erwähnenswert wären. Talentspezialisierung oder so, da wären nochmal eine Rede wert, aber so gut. Ja, das sind die Sachen, die er hat. Hauszauber sind angegeben. Das ist das mit dem Xchen. Der Eolithos ist hoch, das ist kein Zauber, aber auch der wird dann eben nach der. Was hatte er? Merkmalskenntnis für Umwelt. Zumindest ist es einmal günstiger, hat er auf 12 gesteigert. Das ist ein relativ guter Kampfzauber, wenn man so möchte, um zu supporten. Den Caldofrigo, gut, das ist ein Hauszauber. Dass der auf 12 ist, sollte klar sein. Den Frigifaxius, wenn man den dann verkürzt oder auch dann zum engen Strahl spricht, ist dann die 15 schon ganz gut. Dann kann man den auch wirklich zum Kämpfen benutzen. Hat er damit eben auch auf Maraskan die Hexe vom Besen geschossen. Der Metamorpho auf 11 ist kein Hauszauber, aber wird von C nach A+ gesteigert. Das liegt dann einfach an den Merkmalskenntnissen.
Und ja, ich glaube, da ist sonst nichts dabei, was man noch erwähnen müsste. Wettermeisterschaft und der Odem eben nochmal. Und das ist sein Inventar. Gut, das ist jetzt nicht aktuell. Das ist das Letzte, was ich irgendwie noch hatte. Da fehlen jetzt noch die Maraskan-Ausrüstung, aber das soll soweit passen. Gut, dann gucken wir uns noch einmal Rodrigo an. Rodrigo, Aurelio, Korak und Ramirez von Celeb. Der Torwaller Johnny hat uns ja verlassen, leider, weil er dann gekränkelt hat. Das ist jetzt die letzte Version. Ich glaube, in Kunchum bei der Hochzeit von Wascha war er noch das letzte Mal dabei. Und das ist ein Krieger aus Selem. Er ist Torwaller. Das ist Johnny immer ganz wichtig. Das ist schon gar kein Optimieren mehr. Das ist schon fast Powergaming. Torvaler mit Kultur Südaventurien. Warum Südaventurien? Damit er dann eben einen Vorteil dazu bekommt. Und Krieger, Standardkrieger hat er sich genommen. Ja, das macht natürlich Sinn, damit er dann die Kriegerausbildung bekommt. Seine Attribute sind schon mal ziemlich gut. Also wenn man hier Körperkraft sich anguckt, zweimal gesteigert. Das ist jetzt eine Version mit 6800 AP. Also deutlich dann nach Maraskan. Wobei hier kommt dann natürlich der Startwert plus den Torwaler-Modifikator dazu. Da ist dann natürlich klar, dass er so hohe Körperkraftswerte bekommt. So, das ist jetzt der soziale Anpassungsfähigkeit. Das ist eben so ein Grund, warum man dann Südaventuria gerne spielen könnte, damit man dann sein SO plus minus 7 umsonst vortäuschen kann. Das ist relativ guter Vorteil. Vor allem, wenn sein SO dann auf 8 ist, dann kann man eben auf von 1 auf 8 und dann nochmal plus 7 nach oben gehen. Das ist richtig stark. Gerade wenn man eben genau in der Mitte ist, damit man eben die perfekten 7 auch nochmal nach unten kommt. Ja, hohe Magieresistenz ist auch ganz interessant. Herausragendes Aussehen. Ihr hattet das Bild vielleicht gesehen. Wir haben das immer so ein bisschen damit versucht zu begründen, dass sein Schnauzbart so toll ist, weil, naja, das Bild war nun wirklich nicht so herausragend aussehen, aber das ist ein regeltechnischer Vorteil. Den bekommt er eben auf alle sozialen Talente angerechnet, wenn er ihn braucht. Und da ist dann eben der Regelmechanismus auf seiner Seite. Da unterstützt dann sein Bart. Ja, genau, akademische Ausbildung Krieger, das ist nochmal ganz wichtig für diejenigen, die eben auch versuchen, sowas zu bauen. Der Vorteil dann eben auch zum Ritter, dann die werden an einer Akademie ausgebildet und können zum Start alle Kampftechniken bis auf 10 boosten. Das ist relativ gut. Hier auch die Sonderfertigkeiten, die Talentspezialisierung einmal ansehen. Das ein oder andere, was er dann mitgenommen hat, schon mal ganz interessant. Die Serologie hat er aus Maraskan mitgenommen. Da war er ja im Lager der Saurologen. Genau, das ist jetzt das, was ich sagte. Wenn man dann Krieger hat, dann kann man eben ganz viele Sachen schon mal zum Start auf 10 pushen, die man braucht. Und kann damit dann arbeiten. Wir gucken hier mal Götter und Kulte hat auf 11. Er hatte eigentlich vor, wenn er Rodrigo weitergespielt hätte, eine Spätweihe entweder zu Ifirn oder zu Boron, um sich da dann um die Seelenkunde zu kümmern. Denn in Selem, das sollte, glaube ich, bekannt sein, wird die ein oder anderen Leute dann relativ schnell verrückt. Doch das ist dann der Grund, warum er dann hier, das ist ein Attribut, was ich hier dann, oder ein Talent, was ich nochmal zeigen möchte, warum er die HKS dann nochmal so hoch gepusht hat. Er hat Naturtalente, eine Unfähigkeit und trotzdem hat er Sachen schon auf 11 gesteigert, weil er eben weiß, dass Maraskan sehr, sehr tödlich sein kann. Ja, da kann ich nochmal sein Arsenal zeigen. Vielleicht nochmal für euch interessant, gerade wenn er ein Krieger ist, warum steigere ich was wie? Muss gerade mal gucken. Das Inventar hier unten ist gar nicht so sehr interessant, aber wenn euch hier nochmal die Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen interessiert, dann sei das hier angegeben. Ich springe von hier aus jetzt mal zu einem Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor. Der hat jetzt mehr Abenteuerpunkte, aber hier war jetzt wichtig, wie sind die Inventarverhältnisse von Jarlan? Das wolltet ihr euch nochmal angucken. Sein SO 9 passt, Titel adlig. Das sind seine AP, die sind mittlerweile auch wieder gestiegen, aber das ist jetzt eben nochmal 2000 AP mehr im Gegensatz zu Rodrigo. Auch hier schöne Attribute. Ich mag das, wenn man dann eben auch die Attribute viel steigert.
Das ist natürlich dann eben auch nochmal auf die abgeleiteten Werte, die dann hier stehen, die Basiswerte, das wird sie auch nochmal beeinflussen. Das hier habe ich schon alles gezeigt, deswegen werde ich darauf gar nicht mehr so eingehen. Schaut euch sonst das erste Video an, das sei dann nochmal oben verlinkt. Ich fliege hier einmal drüber. Wenn euch irgendwas interessiert, dann drückt kurz auf Stopp. Das, was euch interessiert hatte, war die Rüstung, denn es kam das ein oder andere Mal vor, dass die Rüstung mit 11 angegeben war. Das kann man dann eben hier erkennen. Das sind die einzelnen Rüstungsteile. Wenn man dann mit Zonenrüstung spielt und nicht mehr mit Gesamtrüstung, dann könnte man sich auf die Sternchen konzentrieren. Das ist dann hier angegeben oder schaut nochmal in Wege des Schwerts rein. Und da kann man dann ganz lustige Kombinationen machen. Und da kommt das dann eben dazu, dass man auf der Brust eine Vierer, eine Einser durch die wattierte, dass das wattierte Unterzeug hat, durch die Plattenrüstung. Das ist dann hier mit Sternchen angegeben. Und hier kommt nochmal ein Kyras dazu. Auch da müsste man, wie gesagt, nochmal schauen, was hat ein Sternchen, was kann ich wie kombinieren, was funktioniert, was kann ich unter was tragen. Und dann kommt man eben auf sowas wie einen Brustrüstungsschutz von 11. Und ja, das ist natürlich für mich als Spielleiter, ist das unglaublich unangenehm, wenn ich dann Wuchtansagen machen muss, die, naja, mehr als 11 sind. Wuchtschlag 11, damit ich überhaupt hier gegen durchkomme und eben dann auch ja, Rüstungsteile so kaputt mache, dass es dann nochmal relevant ist. Der Elfenbogen ist kein Elfenbogen, sondern das ist ein exischer Bogen, aber auch der ist mittlerweile nicht mehr da. Muss er sich ja dann komplett neu andecken. Das nur nochmal als Ergänzung zu dem letzten Jarlan, da hatte euch ja vor allem die Rüstung interessiert. Wir schauen uns jetzt nochmal Abelmir an, Abelmir Jamorenis, den Magier, und ich habe dann später nochmal eine Version von Iolaos. Das ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum ich ein bisschen gewartet habe, einfach damit man noch andere Magier sich angucken kann. Adeptus Major, gerade wenn man eben mehr Punkte hat, Abenteuerpunkte hat, dann macht das natürlich Sinn, dass er nicht als Minor startet, sondern eben schon 5 Jahre in seine Ausbildung investiert hat. Hier wieder der Blick auf die Eigenschaften. Wir können hier erkennen 7800 AP, also ein sehr hochstufiger Magier. Es geht natürlich noch mehr, aber so könnte das aussehen, wenn ihr euch selber mal was bauen wollen würdet. Vorteile gegen Torvaler, das wird später nochmal relevant, wenn es dann um die Kommunikation mit Ragnar geht. Adlige Abstammung, akademische Ausbildung, auch hier. Alle Zauber- und Wissenstalente auf 10 bringen. Zu Anfang. Erst Eisern, auch als Kampfmagier, Betana, relativ wichtig noch. Verbindung hat er zum Horasreich. Was genau das ist, möchte ich euch nicht verraten. Vielleicht kommt es nochmal im Spiel raus. Lasst euch zumindest da nochmal nicht täuschen von Abelmir. Das ist nämlich ein hinterhältiger Schuft. Arroganz, autoritätsgläubig, Eitelkeit, das ist, glaube ich, nichts, was noch irgendwie erwähnenswert wäre. Schulden hat er mittlerweile ein bisschen abgebaut. Sonderfertigkeit. Wenn euch hier irgendwas Besonderes interessiert, was ich ganz cool finde, ist Gefäß der Sterne. Wenn man Charisma auf 15 hat, dann bekommt man nochmal einen Beutel voller ASP dazu. Hat hier auch ein paar schmutzige Tricksschwinge, hat da also ein bisschen was im Nahkampf hat er sich genommen. Das kommt dann einfach durch die Kampfmagier-Ausbildung, Talentspezialisierung auf seinem Säbel, waffenloser Kampfstil Mercenario. Das ist dann eben auch die Ausbildung aus Betana. So, Magiekunde ist auf 10, das können wir hier erkennen. Gar nicht so viel, wenn wir uns nochmal an Kasim zurückerinnern. Der ist damals schon auf. Ja, höher hatte mit seinen wenigen 4000 AP. Also das ist gar nicht so viel, wie gesagt. Da würde ich dann auch gerne sowas wie eine Talentspezialisierung mit reinnehmen, dann auf Dämonologie finde ich immer ganz gut oder auf andere Magiekunde-Aspekte. Ich gucke gerade, ob da noch irgendwas erwähnenswert wäre. Hier natürlich die Ritualkenntnis Gildenmagie für seine Stabzauber, wenn man den dann mit Stabzaubern spielt. Müsstet ihr euch nochmal bei den Sonderfertigkeiten angucken. Aber ansonsten sind dann hier eben nochmal die Rituale. Hat ein Flammschwert, ein Kraftfokus, das Seil ist natürlich auch eigentlich ein Muss, genauso wie die Fackel. Und die Bindung ist geschenkt. Aber Flammenschwert und Kraftfokus, falls ihr mal auch sowas spielen wollen würdet, dann wäre das die Möglichkeit. Das sind, glaube ich, die Sachen von
Genau, das ist eine alte Abelme-Version. Mittlerweile hat er ja 10.000 AP und nicht mehr 8.000. Und da hat er sich keine regeltechnisches Zweitstudium hat er sich geleistet, das ist zu teuer. Aber er hat gesagt, er möchte nach Punin und möchte in Punin dann noch einige Zauber lernen und hat da dann auch dick abgegrast, sodass da dann eben noch ein paar Puniner Zauber dazukommen. Ich muss gerade gucken, hat er hier noch irgendwas Relevantes? Das ist ein Hauszauber, Attribute auf 7 ist okay. Blitzdicht find hat er natürlich auch weiter gesteigert, jetzt gerade zum Kampf mit Don Paligan. Hat auch noch ein paar Punkte reingebuddert, gemeinsam mit Eldan Gorbas, Coppo Fresso. Bam, 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 bam. Ich musste gerade gucken, ob hier irgendwas von Relevanz ist, was kein Hauszauber ist. Hier auch natürlich der Guardianum, ganz wichtig. Oriphobos hat er bisher noch gar nicht benutzt, ist auch nur auf 5. Die 8 der Ignisfero. Ich glaube, den hat er auch nochmal gesteigert, auch dann wieder zum Kampf mit Paligan. Den Odem nur auf 7. Da musste Abel mir noch ein bisschen reinbuttern. Das ist zum Beispiel jetzt nichts, was ich so nachgebaut hätte. Ich würde sowieso ganz anders bauen. Wenn euch interessiert, wie ich Charaktere bauen würde, oder wenn ich euch mal Charaktere von mir zeigen soll, dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Die haben natürlich dann nichts mit der Kampagne zu tun, aber ja, das ist dann nichts, was ich so bauen würde. Nahkampfwaffe Säbel, Magierstab, sollte klar sein. Er darf einen Säbel führen, weil er einen Dispens hat als Betana-Magier und auch die Schwert- und Stapler dürfen. Balestrina, oh, das ist schon am Rande der Grenzwertigkeit. Ich glaube, die Balestrina darf er gar nicht führen, aber er hat sie sich auch geschrieben. Mir ist es egal. Muss er mit seiner Prinzipientreue vereinbaren. Und hier nochmal ein ganz interessantes Inventar, wenn euch das nochmal interessiert. Ein bisschen ausführlicher als bei den anderen. Was ein Magier von Stanzo dabei haben könnte. Hier Tabakdose, ganz wichtig, aus Silber und aus Wurzelholz, damit man dann eben auch nochmal ein bisschen was schmökern kann. Ich habe eben überlegt, ob ich euch Iolaos zeigen soll, einen weiteren Magier. Ich werde euch jetzt aber nochmal Ömer zeigen und dann mache ich Schluss. Ömer Ibn Hamil, das ist der neue Charakter von Johnny. Diesmal mit Sozialstatus 1. Ich habe ihm verboten, einen Torwaler zu nehmen. Das hat er sonst wieder gemacht. Diesmal habe ich gesagt, nee, Schluss, lasse ich nicht mehr zu. Du spielst jetzt gefälligst was anderes. Eigentlich hatte er noch was ganz Abgedrehtes vor, aber auch das habe ich ihm verboten. Das wäre ein Halbelf in divesischer Kultur groß geworden, beziehungsweise Rasse, halb Nivese, und seine Kultur dann groß geworden in Aranien. Könnt ihr euch mal überlegen, warum er das hätte machen wollen. Ich habe es ihm verboten, habe ich nicht zugelassen. Ja, Ömer, Konstitution gesteigert 2 Punkte, Körperkraft gesteigert 2 Punkte, das ist also auch relativ teuer. Wir können hier nochmal sehen, das ist jetzt bei 9000 AP und ein Bettler, wenn man so möchte, ein Scharlatan, naja, Scharlatan, nicht ein Dieb, ein Dieb, ein liebenswerter Dieb. Ein Viertelzauberer, das war Rodrigo ja nicht, jetzt kann er da eben auch zaubern, Verbindung 18. Übernatürliche Begabung, Acceleratus, Balsam und der Odem. Die mag er ganz gerne, er spielt eigentlich alles mit Odem. Ich persönlich hätte hier den Acceleratus, finde ich ein Muss. Ich finde aber alles, was auch dann später gegen die Magieresistenz geht, überhaupt nicht gut. Oder was viele ASP kostet. Das ist beim Odem jetzt nicht der Fall, aber beim Odem bin ich eben darauf angewiesen, dass ich den hoch steigere, damit ich eben auch viele Informationen bekomme. Und den Odem steigert er dann auf F. Der Schutzgeist, auch ganz wichtig. Meisterhandwerk, natürlich Klettern, Körperbeherrschung, das macht er ganz gerne, damit er dann Athletik ableiten kann. Bekommt dann eine 5er Erschwernis, weil er eine Ableitung macht von Athletik auf Körperbeherrschung. Das interessiert ihn aber als Meisterhandwerker nicht und steigert dann nur 1. Schleichen und sich verstecken, Sinnschärfe. Der Typ ist nicht aufzufinden, wenn er das nicht möchte. Begabung für Talentbogen ist bisher noch nicht zum Tragen gekommen, aber auch das wird er später weiter steigern. Dämmerungssicht, Entfernungssinn. Ich persönlich bin Freund von inneren Kompass und Glück hat er auch. Das macht er auch immer ganz gerne, gerade wenn es so eine günstige Profession ist und er dann wenig GP auch für den sozialen Stand bezahlen muss. Er hat ja, wie gesagt, auf 1. Da kann er dann eben sehr viele Vorteile reinnehmen und muss nur wenige Nachteile dazu kaufen. Er hat ja auch viel abgebaut. Goldgier 4, Neugier 4, niedrige Magieresistenz, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und auch hier wieder Unfähigkeit Natur, Vorteile gegen Präotenschaft. Er baut immer eine ganze Menge ab, das finde ich gut.
So, schauen wir mal weiter rein. Talentspezialisierung, auch das wird wichtiger. Je eher man dann in die höheren Abenteuerpunkte kommt, solltet ihr euch dann auch überlegen, dass ihr dann, wenn ihr irgendeinen Talentwert auf 7 habt, dass ihr dann eure erste Talentspezialisierung kauft. Das ist auch das Erste, was ich immer dann mache. Bogen auf 11, das muss noch gesteigert werden. Wirklich kämpfen kann er sonst gar nicht. Das ist wirklich nur der Bogen. Da muss er dann aufpassen, dass er nicht gekillt wird von mir. Attack. Das und das Füchsische auf 8 und 7 auch nochmal wichtig zu erwähnen. Hier sind seine Meisterhandwerke 12, 11, 10, 11. Das kostet die natürlich, weil das alles nach körperlichen Talenten gesteigert wird. Oh, ja, irgendwas Besonderes noch hier. Faltspiel, das hat er noch weiter gesteigert. Kochen auf 10 und er hat gesagt, er ist Schneiderlehrling gewesen bei seinem Onkel in der Fabrik, sage ich einfach mal, in Kuntium. Da hat er eine Schneiderausbildung gemacht. In Anführungsstrichen, weil, naja, Schlösser knacken hat er auch und hat sich so seinen Lebensunterhalt verdient. Da sind seine ZFW. Wie gesagt, das wird hier alles nach F gesteigert. Normale Komplexität ist C, aber weil er ein Viertelzauberer ist, ein F. Teuer, 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 teuer. Reiter, Säbel und Dolch hat er zum Spaß, weil, wie gesagt, er kämpfen kann er nicht, aber er hat einen Kurzbogen. Stein hat er ja auch noch angegeben, falls er mal einen Stein aufheben will, was er dann gleich die ganzen Werte dafür hat. Und sein Inventar. Gut, das ist kurz und knapp die paar neuen HTMLs gewesen, meine Helden mit unterschiedlichen Abenteuerpunkten, damit ihr mal wisst, was man hätte steigern können, wo man hin will. Ich könnte jetzt natürlich noch weitere HTMLs zeigen, auch gerade wie das dann aussieht mit 10.000 AP, aber ob das jetzt 9.000 oder 10.000 AP sind, das ist, glaube ich, gehupft wie gesprungen. So viel passiert dann nicht mehr. Das sind die Helden, mit denen ihr gerade durch die Spielrunde zieht, die ihr begleitet. Wenn euch dann noch was interessiert, wir haben jetzt natürlich noch weitere Charaktere dazu bekommen. Ein Drachenkrieger von Xorlosh, dann den Iolaos, wie gesagt, wenn euch da noch irgendwas interessiert, dann meldet euch. Ich mache das gerne nochmal, wenn weitere interessante HTMLs da sind. Ich packe auch noch gerne alte aus. Ich packe auch noch gerne ein paar HTMLs von mir aus, wenn euch das interessiert. Und wenn halt nicht, dann habt ihr sowieso schon ausgeschaltet. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.